Eine freie Trauung, darüber sprechen viele Brautpaare. Viele Brautpaare entscheiden sich für diese moderne Form der Eheschließung. Aber was ist eine freie Trauung eigentlich? Ich nenne dir heute mal die sieben wichtigsten Fakten, die du kennen musst, um zu verstehen, was eine freie Trauung eigentlich ist. Der erste Punkt ist, dass eine freie Trauung sehr individuell ist. Das heißt, du kannst dich total einbringen als Brautpaar und ganz wesentlich mitentscheiden, wie diese Trauung aufgebaut ist, was gesagt wird, welche Elemente darin vorkommen, welche Rituale darin vorkommen, ob liebe Menschen aus deinem Umfeld beteiligt sein werden, und hast halt einfach dadurch die Möglichkeit, dass es unglaublich persönlich werden kann. Der zweite Punkt ist, du kannst den Ort und die Zeit vollkommen flexibel wählen. Du bist da nicht an die Öffnungszeiten eines Amtes gebunden oder an die Räumlichkeiten, wie zum Beispiel beim Standesamt musst du in einem Staatsgebäude unterschreiben, damit die standesamtliche Trauung rechtskräftig ist. Oder auch bei der kirchlichen Trauung kann die Trauung einfach nur in der Kirche stattfinden. Und diese Limitierung hast du bei der freien Trauung nicht. Du kannst es am See machen, du kannst es im Wald machen, du kannst es aber natürlich auch in einem Gebäude machen. Also zum Beispiel in einem wunderschönen Ballsaal. Das ist damit gemeint, eine freie Trauung findet nicht immer im Freien statt, aber du hast die freie Wahlmöglichkeit, dir den Ort deiner Trauung auszusuchen. Der dritte Fakt über eine freie Trauung ist, dass du den Trauredner, also derjenige, der dich vermählen wird, selber aussuchen kannst. Das kann ein freier Theologe sein, es kann ein freier Redner sein, natürlich auch in weiblicher Form. Es kann aber auch einfach nur ein Freund oder ein Bekannter sein, und du entscheidest einfach, wen du da vorne haben möchtest, wer die Rede halten soll und wer dich und deinen Schatz nach deinem Ja fragen wird, und hast hier eben auch wieder die volle Kontrolle und Eigenverantwortung, dass du jemanden nimmst, der dir sympathisch ist und nicht jemand, der halt gerade Dienst hat. Der vierte Punkt und ein vierter Fakt, was die freie Trauung betrifft, ist, dass sie nicht rechtskräftig ist, aber das ist auch die kirchliche Trauung nicht. In Deutschland ist nur die standesamtliche Trauung rechtskräftig, das heißt, dann bist du wirklich verheiratet, dann hast du die steuerlichen Änderungen, dann kannst du deinen Namen ändern. Dann ja, bist du quasi einfach als Ehepaar eingetragen. Bei der freien Trauung hast du einfach eine Zeremonie, um nochmal dein Ja-Wort in einem feierlichen Rahmen zu bekräftigen, genauso wie du das ja in der Kirche auch tust. Und in der Kirche hast du halt einfach nochmal den Glaubensaspekt, der das begleitet, der bei der freien Trauung nicht unbedingt gegeben sein muss. Ein fünfter Punkt bei der freien Trauung ist, dass du Symbole und Rituale mit einbringen kannst. Ich habe das gerade schon mal angeschnitten, aber ich nenne dir hier mal ein ganz konkretes Beispiel. Du kannst ein Sandritual machen. Das bedeutet, ihr gießt zwei verschiedene Farben von Sand zusammen. Jeder hat einen, Braut und Bräutigam. Und so wie der Sand sich miteinander verbindet, so verbindet ihr euch durch euer Ja-Wort. Durch solche Symbole kann man einfach die Trauung noch mal ein bisschen schöner gestalten, man kann da super kreativ sein. Es gibt über 30 verschiedene Rituale, die man machen kann, die man auch kombinieren kann, wo du auch deine Liebsten mit einbeziehen kannst. Und du merkst einfach, dadurch schon wird deine Trauung sowas von persönlich und individuell, dass du so einen Moment schaffst, wo alle zurückdenken und sagen, oh, das war so schön, das möchte ich auch haben. Und weil das so schön ist, sind die freien Trauungen auch so stark im Kommen. Ja, wenn du Ideen und Tipps für freie Trauungen brauchst, dann bist du hier wirklich an der richtigen Adresse. Guck mal in die Videobeschreibung. Ich habe dir hier einen ganz kleinen Kurs zusammengestellt, wo du lernst, was du bei einer freien Trauung alles machen kannst und wo du über 30 verschiedene Rituale kennenlernst, wo du Geschichten kennenlernst und wo du vor allem auch weißt, wie du eine freie Trauung gestalten kannst, jetzt so von den Rahmenbedingungen her, dass sich alle wohlfühlen und es wirklich so ein absoluter magischer Moment in deinem Leben wird. Und jetzt möchte ich dir noch den siebten Fakt über eine freie Trauung verraten. Und zwar bietet dir eine freie Trauung absolute Kreativität und absolute Flexibilität. Das heißt, du kannst auch um 24 Uhr nachts deine Trauung machen, unter Fackeln, Teelichtern, dem Mondschein. Du kannst das auf einem Schiff machen. Du kannst total kreativ sein. Du kannst alles Mögliche bei deiner freien Trauung machen, was erlaubt ist, was du dir vorstellen kannst und was dein Redner mitmacht. Und das ist so eine unglaublich tolle, befreiende Möglichkeit, seinem Liebsten die Liebe zu schenken, sage ich jetzt einfach mal, weil man es in so einem persönlichen Rahmen umsetzen kann. Du kannst auch die Worte, die du sagen möchtest, komplett frei wählen. Du musst da keinen Text übernehmen wie aus der Kirche oder wie beim Standesamt, sondern du kannst wirklich sagen, hey,
Ich liebe dich über alles und solange ich dich liebe, bin ich mit dir verheiratet. Du musst nicht sagen, ich bleibe für immer und ewig zusammen mit dir, egal was passiert. Und wenn du in 10 Jahren 200 Kilo mehr wiegst, dann trenne ich mich nicht von dir. Also das ist sehr überspitzt gesagt, aber ich meine, wenn einer von beiden fremd geht und du sagst, das ist meine Linie, da möchte ich nicht mehr mitgehen, dann brichst du dein Versprechen in dem Sinne. Aber du kannst dir eben total gut überlegen, was du wirklich versprechen möchtest und zu welchem Versprechen du stehen kannst. Und auch das ist für mich sehr kostbar und sehr wertvoll, dass man sich hinstellen kann und wirklich mit voller Überzeugung zu seinen Worten stehen kann. Deshalb, freie Trauungen sind auf jeden Fall eine Überlegung wert. Und wenn du noch tiefer gehen möchtest, dann guck bitte mal in die Videobeschreibung, weil da erfährst du wirklich alles darüber und kannst am Ende sogar eine wundervolle freie Trauung inszenieren.